Jo, Hamburg. Ja, oder Hamburg, wie ich es gern sehe, ne? Schöne Hafen, das Meer. Was will man mehr, ne? Ja, aber wenn du jahrelang in Hamburg wohnst, ich habe das ja schon erzählt, und eigentlich doch nie da bist, da war das dann mit dem Abschied nicht ganz so schlimm, ne? Aber ja, immer wenn ich mal wieder da bin, ja, macht man doch nochmal einen kleinen Abstecher. Aber was rede ich hier? Geh um was ganz anderes hier. Moin, ihr Lauser, und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie und ich bin heute in Hamburg, und zwar bei Sound Records. So aus der Reihe, wie geht, bin ich heute mal in einem Plattenladen und ich will euch zeigen, wie das so hinter den Kulissen eines Plattenladens aussieht. So, das Thema ist heute so ein bisschen, wie das Sound Records gerade erst gegründet, warum macht man heutzutage noch einen Plattenladen auf und so weiter und so fort. Wacki wird mir jetzt Rede und Antwort stehen und ich wünsche euch viel Spaß. Bis denn erstmal. Ja, ich bin der Jan, auch bekannt als Wacky. Ich bin der Inhaber von Sounds Records, ein Plattenladen und Online-Shop, von mir gegründet im Februar 2018. Ich habe eigentlich vorher überhaupt nichts in dem Bereich gemacht, was Verkauf angeht, aber ich komme aus der Metal-Szene. Ich arbeite als DJ auf verschiedenen Festivals, Veranstaltungen, wie zum Beispiel das namhafteste, das Wacken Open Air. Zudem bin ich dann aber auch noch Moderator beim offiziellen Wackenradio, und diese Geschichte mit dem Plattenladen war eigentlich so ein Jugendtraum von mir, und ich habe jetzt irgendwann gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt kommst du langsam in einem Alter, wo man sich mal hinterfragt, was willst du eigentlich machen, was willst du noch erleben in deinem Leben, und da habe ich mir gedacht, jetzt ist es der richtige Moment, um einen Plattenladen zu eröffnen, und dabei herauskam Sounds Records. Also heutzutage eröffnet man wahrscheinlich einen Plattenladen, um sich selber zu erfüllen. Eine andere Erklärung kann es dafür eigentlich nicht geben. Um sich selber zu verwirklichen in dem, was man liebt, was man gerne macht. Ich bin ein großer Freund und Liebhaber von Musik. Im Übrigen nicht nur Rock und Metal, aber das als Schwerpunkt. Und das ist, glaube ich, so ziemlich der Hauptgrund. Um damit reich zu werden, ich glaube, das kann man sich abschminken. Das macht man wirklich einfach, um sich selber zu zeigen, dass man es kann. Und so dieses Leidenschaft zum Beruf machen, das ist, glaube ich, hier so der richtige Satz, der am meisten zutrifft. Und ich möchte einfach, wie gesagt, mich mit Schallplatten umgeben. Ich möchte von Vinyl umgeben sein. Ich möchte jeden Tag während der Arbeit die Musik hören, auf die ich Bock habe. Und abgesehen davon, eigentlich mein Hauptargument war, ich habe mich immer so geärgert, dass es in meiner Umgebung nichts gibt, was sowas verkauft, außer vielleicht Saturn, Mediamarkt, die üblichen Verdächtigen halt. Also mache ich es jetzt selbst. Ich mache selber so einen Laden auf und dann habe ich so ein Ding in meiner Umgebung. Und ja, bin A, mein bester eigener Kunde natürlich, aber andererseits spekuliere ich auch ein bisschen darauf, dass die Leute schon so weit gereift sind heutzutage, dass sie klar sagen, sie möchten lieber so einen kleinen Laden unterstützen, als online bei Amazon zu bestellen oder Saturn online oder um sie alle zu nennen, den Mediamarkt online. Es gibt so viele, die dann aber auch die Preise drücken. Aber ich glaube, die Qualität eines solchen Plattenladens besteht darin, dass du hingehst, dass du mit den Besitzern noch persönlich reden kannst, dass du dich beraten lassen kannst und halt selber stöbern. Das ist nicht dasselbe, wie mit der Maus durch ein Sortiment zu klicken, als vor so einem Regal zu stehen und die Schallplatten durchzublättern. Ich glaube, da kann man jedem Vinylliebhaber fragen, das ist einfach so. Ja, also man bekommt natürlich bei den Online-Anbietern und bei den Großmärkten deutlich mehr Auswahl geboten, das ist klar. Aber ich glaube, und das hat jetzt auch die Vergangenheit schon gezeigt, oder die ersten Wochen und Monate, die ich das mache, du bekommst eben nicht alles dort. Es gibt eben sehr spezielle Dinge, die bekommst du denn eben hier. Und wenn ich sie nicht da habe, bestelle ich sie. Das ist in solchen Großmärkten oder Großhandel gar nicht vorgesehen, dass man da auf einzelne Kundenwünsche eingeht. Wenn da einer ankommt und sagt, hier hast du die limitierte Ausgabe von Gorgoroth da. Nee, habe ich nicht da, aber ich recherchiere mal und bestelle sie dir. Das macht kein Saturn oder Mediamarkt. Ich mache das, wenn ich es nicht vorrätig habe. Ich besorge die, und das ist vielleicht noch so dieses besondere Flair, das einen so ein bisschen abhebt davon. Und das ist eigentlich auch mein Konzept, weswegen ich das auch gemacht habe. So diese Kommunikation mit dem Fan, mit dem Musikfan, dieses miteinander reden, selber davon auch partizipieren, weil ich nehme sehr viel mit. Ich habe, seit ich den Laden habe, sehr viele neue Bands und sehr viele neue Genres auch für mich entdeckt und kennengelernt, die Leute hier mitgebracht haben, weil sie einfach gefragt haben, ob ich das habe. Und es geht sogar so weit, dass schon diese Großmärkte vereinzelt schon sagen, nee, haben wir nicht, aber geh doch mal zu Sounds Records, da könntest du Glück haben. Und ich glaube, wenn man so weit ist,
dann ist auch das Ziel erreicht. Also man hat sein Standing, vor allem hier in der Umgebung habe ich mein Standing in sehr kurzer Zeit schon einnehmen können und behalte es auch hoffentlich. Der Hintergrund, warum und der auch die Inspiration, die Motivation, das zu machen, waren tatsächlich eigentlich weniger die Kontakte. Natürlich auch ein bisschen. Das wäre ja gelogen, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, weil natürlich, man lässt sich ja von seinem Umfeld beeinflussen. Und wenn man sich tatsächlich überwiegend mit den Leuten umgibt, die mit den Festivals und mit den Konzerten und überhaupt mit dem Musikbusiness zu tun haben, dann ist man natürlich schon davon beeinflusst, ohne Zweifel. Also ich kann nicht singen. Ich kann kein Instrument besonders gut spielen und alles, was ich bisher gemacht habe in der Szene, ist halt Pressearbeit, sowohl als Schreiberling als auch eben als Moderator bei einem Radio und oder eben meinen YouTube-Kanal, den es ja auch noch gibt. Ansonsten eigentlich wenig. Und wenn man sich einbringen will in der Metal-Szene, ohne da entsprechend künstlerische Talente zu besitzen, dann ist das tatsächlich eigentlich schon ausgeschöpft bei dem, was ich getan habe. Und die nächste Frage ist natürlich, wie kann ich die Musik an sich, wie kann ich die Musiker, wie kann ich die Bands unterstützen? Und das geht, glaube ich, am besten natürlich über, indem ich ihre Werke, ihre Machwerke, ihre Tonträger ins Volk bringe oder auch ihr Merchandise. Direkt da kann man nicht dran sein und die Leidenschaft natürlich, die dahinter steckt und natürlich, wenn man mich nach meinen Vorbildern fragt, ganz klar die Plattenverkäufer in den 80ern, als ich selber noch als junger Teenager in die Läden gegangen bin, um mir meine Depeche Mode Platten zu kaufen oder meine erste Judas Priest Platte oder Iron Maiden, und da war ich halt so begeistert, es waren für mich Heilige, die so eine Plattenläden hatten, und ich wollte auch diesen Status und jetzt habe ich ihn mehr oder weniger, wobei natürlich heute der Bezug da ein ganz anderer ist im Zeitalter des Internets und Streaming-Portale und Download-Seiten und keine Ahnung noch was. Also ist natürlich nicht mehr dieser Status so wie früher, aber es macht immer noch Spaß und es befriedigt mich und es hat mir mit Sicherheit auch geholfen, den einen oder anderen zu kennen, um mich selber zu motivieren. Finanziell oder so hat mir das keinerlei Vorteile gebracht. Ja, einen Plattenladen eröffnen. Also, das ist erstmal ganz wichtige Regel. Mach auf keinen Fall alleine irgendwas planen und machen, sondern horte um dich zusammen ein Team von Leuten, die Ahnung haben, die wissen, wie das mit der Musik funktioniert, wie gerade auch, wenn man sich auf Metal und Rock spezialisiert, das sollten ja schon Leute sein, die aus der Szene kommen, ganz klar, die Ahnung haben davon. Klar. Und dann mach auf jeden Fall einen Businessplan. Völlig egal, ob du einen brauchst, weil du irgendwo bei der Bank vorsprechen willst, weil du irgendwie das Geld dafür brauchst oder nicht, aber mach dir einen Plan. Mach dir einen Businessplan. Was willst du? Ist deine Ausgangsposition? Schau dich auf dem Markt um. Was sind so die Preise auf dem Markt? Welche Konditionen fahren die Großlabels und auch die kleineren Labels? Und was kostet, oder so profane Dinge wie eine Ladenmiete muss ja auch mit rein. Und das ist so ein Konglomerat an so vielen Dingen, die man einfach mal alle zusammenwerfen muss und sich mal eine Gesamtübersicht schaffen muss. Ich habe das Glück, dass ich eine Ehefrau habe, die sehr akribisch bei solchen Sachen ist und die so ein bisschen die Planung auch mit in die Hand genommen hat. Und ich erinnere mich noch sehr genau an diese ganzen Excel-Tabellen, die wir da erstellt haben, um wirklich dann auch nacheinander abhaken zu können. Haben wir an alles gedacht? Haben wir wirklich auch, sind wir den richtigen Weg gegangen? Oder gucken wir vielleicht doch nochmal drüber und ändern unseren Plan kurzfristig? Auch das kam vor, dass wir kurzfristig umdisponiert haben. Aber es muss schon geplant sein, weil ansonsten, das ist so umfangreich, es hat mich selber überrascht, dass man ganz schnell dann im Chaos landen kann und das Ganze dann irgendwie im Sande verläuft und man bleibt dann da sitzen mit halbfertigen Plänen und Ideen und dann kann man es doch nicht umsetzen. Also auf jeden Fall, holt euch Hilfe, plant das ganz genau und dann kann das was werden. Natürlich wichtig. Details, die schief gehen können. Also man kann sich zum Beispiel ganz schnell finanziell verspekulieren. Also man nimmt so immer die Standarddinge, sagen wir mal Ladenmiete, dann vielleicht so die ersten steuerlichen Verpflichtungen, die da auf einen zukommen werden, die ersten Einkäufe für den Laden, also Ware, Regale für die Platten, Ausstattung, Kassensystem, Computer, Flyer, all sowas, was man dazu braucht. Das muss man wirklich alles akribisch genau zusammenrechnen, weil am Ende wird es immer mehr. Also egal, ob man davon überzeugt ist, man hat wirklich an alles gedacht, es wird immer mehr am Ende sein, was man berappen muss. Und daran, glaube ich, kann man ganz schnell scheitern. Das Geld ist tatsächlich so ein Punkt.
Klar, ist ja in allen Dingen so. Und am Ende des Tages muss man immer überlegen, dass man auch noch Rücklagen braucht, weil die ersten Monate wird man nicht gleich merken, dass man ruckzuck das Geld wieder drin hat, das man investiert hat, sondern das dauert. Und das wird wahrscheinlich lange dauern. Und auch selbst wenn man auf einem guten Weg ist, Gott sei Dank ist Sounds Records da auf einem guten Weg, aber trotz alledem sind die Rücklagen, geben einem die Sicherheit, auch Risiken eingehen zu können, auch sagen zu können, komm, selbst wenn ich mich da jetzt mal verspekuliert habe oder mal einen Fehlkauf geleistet habe, ist es egal, weil wir haben genug Puffer nach hinten, ohne da gleich auf die Nase zu fallen. Ja, also einkaufen tut man hauptsächlich natürlich bei den Großen. Die sind dann nicht schwer zu finden. Das sind so Namen wie Sony Music, Universal Music, SPV, Warner Music. Das sind eigentlich so die Hauptakteure, die da eine große Rolle spielen. Soul Food und noch und nöcher. So, und die sind ja entsprechend nicht nur eigen gelabelt, sondern die haben ja eben auch Labels mit unter Vertrag, die sie dann eben mit vertreiben. Das heißt also, da hast du schon ein ganz großes Spektrum abgedeckt, wenn man sich an die wendet entsprechend. Nun ist es auch so, dass man nicht direkt bei denen bestellt, also man ruft nicht bei Universal an und sagt, hier, das und das brauche ich, sondern da gibt's auch ein Tool für. Das gibt im Grunde genommen sowas, das nennt sich Phononet, da wo alle ja, Plattenläden, aber auch die großen, also nicht nur die Kleinhändler, sondern auch die großen mit drin sind, und darüber haut man seine Bestellung raus. Das heißt, da brauchst du nachher, wenn du überall gelistet bist, auch nicht mehr darauf achten, wer ist eigentlich der Lieferant, sondern du klickst nur noch an, was du haben willst, sendest auf Senden, und das jeweilige Label oder der jeweilige Vertrieb bekommt dann eben deine Bestellung, weiß, wer du bist, und schickt dir das. Ja, so ist im Grunde genommen die ganze Einkaufsmarge. Das erste Mal bestellt habe ich tatsächlich so ein bisschen, und da ist mir wahrscheinlich das Backenradio ein bisschen zu Hilfe gekommen. Die vielen Jahre als DJ und Moderator, wo man ja auch Wünsche erfüllt, man weiß, was ist in der Szene gefragt, was ist gerade unglaublich angesagt bei den Metalheads und bei den Rockliebhabern, und das ist natürlich eine große Hilfe, weil ich genau weiß, ja, das wird auch gekauft. Es sind nicht immer die Neuheiten, die am meisten Umsatz machen, sondern das sind tatsächlich dann auch mal so ein paar ältere. Dann verkaufst du hier plötzlich irgendwelche Primo Victoria wie verrückt, wie geschnitten Brot von Sabaton, obwohl das ja nun auch schon jetzt mittlerweile ein Album ist, das schon so in die Jahre gekommen ist, aber es läuft halt. Und das ist, muss man halt wissen. Und das hat mir sehr geholfen auf jeden Fall, als DJ und Moderator zu sehen, was wollen die Leute eigentlich hören. Und ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, das ist auch das, was sie kaufen. Und danach habe ich natürlich eingekauft, klar. Ich habe mich aber auch im Freundeskreis umgehört. Die haben gesagt, also das solltest du auf jeden Fall im Laden haben. Ja, wobei die ersten Ladenhüter habe ich auch schon. Das ist einfach so. Ja, natürlich, auch kleine Labels, auch Bands, die gerne ihren Kram über uns vertrieben haben möchten, sind herzlich willkommen, sich bei mir zu melden. Wir planen tatsächlich auch etwas mit der Wacken Foundation zusammen zu machen. Und genau das ist ja auch der Hintergrund. Die Wacken Foundation fördert junge Bands, die praktisch noch ganz am Anfang stehen. Zum Beispiel auch die Bands, die entsprechend an den Metal Battles teilnehmen. Und die möchten wir auch gerne unterstützen durch Verkäufe von Merch, von Tonträgern etc. Das ist tatsächlich so, und ich habe auch schon, ich habe jetzt gerade erst vor kurzem Empire's Fall, eine Thrash Metal Band aus Hamburg, hier mit aufgenommen. Die CDs haben wir hier auch im Regal stehen, und das möchten wir schon gerne ein bisschen ausbauen. Wir möchten gerne die Bands entsprechend unterstützen, supporten, und das wird definitiv auch in Zukunft ausgebaut. Das heißt, wer da Interesse hat von jungen Musikern, Bands, wenn ihr da schon irgendwas vorweisen könnt, am besten natürlich gelabelt seid. Ich muss das ja auch irgendwie dann über Rechnungen laufen lassen, dann seid herzlich willkommen, meldet euch bei mir, und dann höre ich mir das an, und dann schauen wir mal. Also ich habe mir von einem Bekannten, der schon länger in diesem Geschäft tätig ist, sagen lassen, bitte mach niemals einen Fehler und vernachlässige die CD-Hörer. Auch wenn das stark zurückgeht. CD ist definitiv etwas, was sich weniger verkauft. Das ist einfach so. Und wenn ich meinen Kollegen Glauben schenken darf, dann ist es auch zunehmend. Und die großen Vertriebe und Labels, die haben sowieso in spätestens 10 Jahren alle die CD abgesagt, weil dieses Übergangsmedium einfach vom analogen ins digitale Zeitalter wird nicht mehr benötigt, weil wir haben beides in Perfektion. Wir haben das Analoge in Form von Vinyl, und wir haben halt das Digitale in Form von MP3s und Streamingportalen, wobei MP3s ja auch rückläufig sind, werden auch immer weniger verkauft.
iTunes hat schon angekündigt, nächstes Jahr keine Download-Contents mehr anzubieten. Das wird nur noch über Streaming laufen in Zukunft. Ist einfach so. Tatsächlich, sag ich mal, also Vinyl ist der einzige Tonträger, der wirklich massiv immer noch Wachstum generiert im Musikmarkt. Und was sehr gut geht, sind tatsächlich so die oldschooligen Dinge, also so Nirvana. Ich bestelle jede Woche irgendwie Nirvana-Schallplatten mit oder so profane Sachen, Bruce Springsteen, Velvet Underground, The Clash, Sex Pistols, ZZ Top. Das sind Sachen, die laufen tatsächlich immer noch sehr gut. Was natürlich auch im Bereich des Metal sehr gut läuft, sind so Gorgoroth läuft sehr gut, Behemoth, jetzt auch Dimmu Borgir mit ihrem neuen Album läuft hervorragend, reißen sie mir hier echt so aus den Regalen, da muss ich auch unbedingt nochmal nachbestellen. Es ist aber tatsächlich mehr so die Power-Metal-Schiene, die sehr gut läuft, weil diese Leute auch aus den Underground-Szenen oder auch diese Genres, die eben sehr vom Underground bestimmt sind, wie zum Beispiel auch Black-Metal, weißt du selber, oder auch Death-Metal, die in so einen Laden zu bekommen, ist schwierig, weil das ist sehr spezielles Publikum, von denen gibt es auch nicht sehr viele. Und da nun auch jetzt einen Laden zu platzieren, dass du möglichst viel von denen erreichst, ist auch relativ schwierig, sag ich mal. Es ist tatsächlich Hardrock, Power Metal, so ein bisschen Pagan Metal, Amon Amarth zum Beispiel, ein Selbstgänger, da kannst du bestellen, was du willst. Es steht Amon Amarth drauf, stellst ins Regal, verkauft sich, ist so. Da gibt es andere Bands, das ist leider nicht so. Und ja, also ich habe zum Beispiel Primordial, jetzt das aktuelle Album da, interessiert sich keine Sau für. Ich habe keine Ahnung warum, ist ein super Album. Kauft aber keiner. Oder hier ist einfach das Zielpublikum offensichtlich nicht. Ja, natürlich fahre ich auch ein bisschen die Sicherheitsnummer, ganz klar. Mainstream ist nun mal Mainstream, weil es viel gekauft und gehört wird, klar. Und ich würde ja lügen, wenn ich das nicht auch mache, um Geld zu verdienen. Natürlich will ich Geld verdienen. Das ist eines meiner primären Ziele, klar. Ich will davon leben können, was ich hier mache. Ich habe aber auch das Bedürfnis, das sage ich ganz offen, aber auch hier so den sogenannten, ich tue mich immer schwer mit solchen Begriffen, den sogenannten Underground irgendwo auch mit unterzubringen. Also was eben nicht so Mainstream ist, was eben nicht so bekannt ist, was ja noch vielleicht bekannt werden kann oder auch gar nicht will und es auch nie wird. Aber trotzdem würde ich das gerne bedienen. Es ist schon so, dass ja Leute reinkommen und auch nach sowas speziell fragen. Und ich in der Regel ist es immer möglich, das irgendwoher zu besorgen. Mache ich dann auch. Aber es wäre natürlich schön, sowas auch im Regal stehen zu haben, klar. Aber die Angst ist natürlich immer mit dabei, dass das zum Ladenhüter wird, ne? Dass du irgendwas bestellst, dass du da Geld investierst und Geld, das irgendwo nur rumsteht, in Form von Ladenhütern, das ist einfach totes Kapital. Und das kann auch nicht Ziel sein. Also da die Balance zu finden, ist verdammt schwer. Da bin ich noch dabei. Da bin ich, glaube ich, auch noch zu unerfahren für. Da arbeite ich dran und mal gucken. Also ich bin aber guter Dinge, dass mir das gelingen wird. Also die Kundschaft, die Vinyl kauft, ist tatsächlich so durchwachsen inzwischen. Es ist tatsächlich so, dass ich es als normaler Konsument, bevor ich diesen Laden hatte, es auch anders wahrgenommen habe. Klar, ich habe mir meine Schallplatten auch von überall her gekauft, egal wo ich in der Stadt unterwegs war. Ich habe immer geguckt, gibt's da irgendwo einen Plattenladen und habe dann den sofort gestürmt und gesucht und gemacht und getan. Ich gebe ehrlich zu, ich habe auch, wenn ich wirklich Probleme hatte, irgendwas zu bekommen, dann auch schon mal zur Maus gegriffen und habe dann online auch bei den allseits bekannten Portalen auch schon mal das eine oder andere bestellt. Nicht, weil es da günstig ist oder so, sondern weil ich es einfach nirgendwo anders bekommen habe, ist einfach so. Die Klientel ist tatsächlich nicht nur irgendwie so Mitte 40er wie ich jetzt, die irgendwie sowas aus ihrer Jugend kennen und Schallplatten kaufen, sondern ich stelle tatsächlich fest, dass zunehmend auch jüngeres Publikum zu Vinyl greift. Ich habe als Beispiel, möchte ich gerne mal einen Kunden geben, der hier, als er den Laden entdeckt hat, erstmal total freudig war, dass es in seiner Umgebung jetzt sowas gibt und sich hier nach und nach so ein paar CDs rausgeholt hat und dann aber auch immer so ein bisschen schon auf die Plattenregale geguckt hat. Und jetzt ist es gar nicht lange her, da kam hier rein und freudestrahlend gesagt, ich hab's gemacht, ich habe mir einen Plattenspieler gekauft. Und der fängt jetzt hier an, nach und nach alles, was er auf CD mal hatte oder hat, auf Vinyl wieder nachzukaufen. Und
Das ist Mitte 20er. Ich meine, besser kann es doch gar nicht laufen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt nur ein Trend ist, sondern es ist einfach wiederentdeckt. Vinyl ist nicht tot zu bekommen. Das ist einfach ein tolles Medium. Und das entdeckt jetzt auch die junge Generation. Und wer davon mal infiziert ist, der kann damit nicht mehr aufhören. Also ich habe viele Kunden, die haben mir irgendwann mal eine CD gekauft und inzwischen kaufen sie eigentlich nur noch Vinyl und machen einen großen Bogen um meinen CD-Tisch. Leider, weil die will ich eigentlich auch gerne mal loswerden. Ne? Der Record Store Day an sich ist ja mal gemacht worden in einer Zeit, wo Vinyl eben nicht diesen Hype hatte. Da ist das alles so ein bisschen ins Leben gerufen worden, um eben auch als Unterstützung für die Plattenläden zu dienen, für die kleinen Plattenläden, für die Schallplattenhändler, um ein bisschen Umsatz zu fahren in der Zeit, wo das eben diesen einen Tag mal richtig Umsatz zu machen. Man kann darüber diskutieren, ob wir jetzt nicht allmählich an einem Punkt angelangt sind, wo man vielleicht mal, ohne mir jetzt damit Feinde machen zu wollen, mal laut drüber sinniert, brauchen wir ihn eigentlich noch. Das Argument zu sagen, das wird zu sehr overhyped und da werden zu viel Special Editionen aufgesetzt, die dann die Presswerke blockieren. Ich glaube, das ist weniger ein Problem des Record Store Days, sondern das ist mehr ein Problem der mangelnden Werke, die Presswerke einfach. Wir haben da zu wenig von. Das ist einfach so. Im Moment ist es so und das ist ein großes Problem. Das hört man auch, wenn man sich mit den Disponenten unterhält bei den großen Masterlabels und Vertrieben. Die sind kranken alle darunter, dass sie nur wenig liefern können, also die Bestellung nicht umfangreich bedienen können, weil einfach die Presswerke nicht hinterherkommen, weil zu wenig neue Presswerke eröffnet werden. Die Presswerke sagen wiederum, ja, wie denn auch? Wir haben ja keine vernünftigen Maschinen mehr. Die Maschinen, die wir haben aus den 80ern, wenn da was kaputt geht, du kriegst keine Ersatzteile mehr, das Ding schieben wir dann auf den Müll. Das ist natürlich etwas, wo die Maschinenbauindustrie jetzt wieder auf die Tagesordnung gerufen wird. Und wenn da mehr Bewegung reinkäme, dann hätten wir das Problem gar nicht. Also ich würde nicht den Record Store Day dafür verantwortlich machen, sondern es ist einfach ein allgemeines Problem, was wir haben, dass es so wenig Presswerke gibt, weil seit den 90ern tatsächlich eigentlich mehr geschlossen wurden, als noch irgendwelche eröffnet wurden. Und ich glaube, das ist so ein Manko, das müssen wir erstmal wieder in den Griff bekommen und müssen zusehen, dass wir möglichst schnell da Maschinen für bauen, dass auch neue Werke wieder gebaut werden können, was ja im Übrigen passiert im Hintergrund, aber immer noch zu wenig. Und dann kann man den Markt auch bedienen. Das ist einfach so. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und ich bin auch so ein bisschen davon weg, so mit diesem Glorifizieren von Vinyl. Vinyl ist ein Gebrauchsgegenstand. Und jetzt dazu sagen, dass irgendwelche overhypten Sondereditionen, was ist denn overhyped? Solange das gekauft wird, ist auch die Nachfrage da. Und dann ist es auch legitim, das auf den Markt zu werfen. Ob das jetzt nun speziell nur an einem Tag sein muss, warum man es nicht das ganze Jahr macht, die Frage diskutiere ich gerne. Aber nicht, ob das Sinn macht, überhaupt so eine Sonderedition rauszuhauen. Natürlich macht es das, solange es gekauft wird, klar, warum nicht? Also Sinnlosveröffentlichung finde ich einen harten Begriff, den ich auch so gar nicht für mich einordnen kann, weil, wie ich schon sagte, solange Leute das kaufen, wir sind doch alles mündige Bürger irgendwo und ich weiß doch, wenn ich eine Schallplatte in der Hand habe, will ich sie haben oder nicht. Und von uns kann ja auch keiner heute sagen, ist das nicht vielleicht in ein paar Jahren richtig viel wert? Ist das nicht vielleicht sogar eine Wertanlage gewesen oder so? Man weiß es halt nicht. Solange Leute das kaufen, halte ich es nicht für sinnlos. Es ist einfach so. Und es bezieht sich auf alle Dinge im Leben. Also nicht nur Schallplatten und CDs. Man kann so viele Sachen kaufen, wo man vielleicht hinterher sagt, ja, war jetzt ein Fehlkauf, weil ich brauch's nicht wirklich. Ne? Also ich kaufe mir jetzt, was weiß ich, irgendeine Kaffeemaschine oder irgendeine tolle Küchenmaschine, die ganz tolle Sachen kann und die steht jetzt nur rum und ist ein Staubfänger und war ein sinnlos Kauf. Ja, war's denn wohl. Aber irgendjemand anders hat sich diese Maschine gekauft und arbeitet jeden Tag damit und ist total glücklich damit. Insofern, also ich finde das immer schwer, sowas zu beurteilen und ich finde, sowas wie Sinnloskäufe gibt das nicht. Für alles gibt's Kunden. Sinnlos Produktion höchstens, wenn du etwas produzierst, was keiner haben will und es verstaubt in den Regalen, dann hat es tatsächlich keinen Sinn gehabt, aber dann sollte man auch die Finger davon lassen. Ja, die Dimmu Borgia tatsächlich ist so ein Punkt, das höre ich in letzter Zeit sehr häufig mit dem neuen Album. Ja, da gibt's ja 10 verschiedene
Varianten von dem Vinyl ist gar nicht so. Also ich glaube, ich kenne nur drei. Ich kenne die Silver-Edition, ich kenne die Splatter-Edition und die Black-Vinyl-Edition. Wenn es da mehr gibt, dann ist es so. Keine Ahnung, ich kann ja auch nicht alles wissen. Nein, also im Grunde genommen ist das jetzt nicht unbedingt eine Frage, dass ich mir nicht entscheiden kann, welche Edition nehme ich jetzt von diesem Vinyl, weil meistens wird mir das schon von den Vertrieben abgenommen, diese Entscheidung, weil die im Vorfeld in den Vorbestellern von den verschiedenen Händlern schon so groß sind, die Margen, dass du dann wirklich nur das bekommst, was eigentlich übrig ist. Ich habe von der neuen Dimmu Borgir ja zum Beispiel, habe ich die Splatter-Edition tatsächlich bekommen, über Nuclear Blast direkt, und ich habe da eine für mich gleich gesichert und andere ist auch schon vorbestellt, und das sind auch die ersten, die weg sind, das ist einfach so, und selbst wenn die einen Euro mehr kosten, ich habe da kein Problem mit. Das ist genauso wie was ich vorhin sagte mit Angebot, Nachfrage, solange die gekauft werden, ist es völlig okay. Also die Preiskalkulation ist natürlich immer ein großes Geheimnis, ganz klar. Ich glaube, es wird sich kein Händler hinstellen und wird dir sagen, das und das bezahle ich dafür und das haue ich drauf und plus Steuer und zack, und das ist dann der Verkaufspreis. Natürlich ist natürlich der Aufwand, der muss natürlich schon ein bisschen abgedeckt sein dadurch. Du hast natürlich da eine Menge Arbeit durch. Bis so eine Schallplatte tatsächlich bei dir oder eine CD im Regal steht, ist ja auch viel zu tun, auch für den Händler. Ich habe schon mitbekommen, dass natürlich es auch online, auch bei den Fragen auch über Facebook, dass es da einige gab, die schon gesagt haben oder auch zu Recht auch moniert haben, dass es wohl auch Händler gibt, die enorm viel aufschlagen an Preis. Also dass die Preisschwankungen immens sind, auch wenn man online mal guckt. Man gibt einfach einen Albumnamen ein und dann sieht man ja schon, was einem über Google alles angeboten wird, und da sieht man sofort die Preisgestalt, und das geht dann, was weiß ich, also irgendein Beispiel von 16 Euro bis 34 Euro, und dann sagt man sich, wieso nimmt der 34 Euro für dasselbe Album? Ne? Das obliegt jedem selbst, was er daraus macht. Also ich habe so meine Faustformel, ich lege immer den Einkaufspreis zugrunde, schlage da immer meinen Standard drauf. Es ist immer dasselbe, und es gibt einen Unterschied zwischen Vinyl und CD, ganz klar, und dann halt plus Mehrwertsteuer. So, und dann zack, habe ich meinen Verkaufspreis. So gestaltet sich das bei mir. Wie andere das machen, weiß ich nicht, aber ich gucke natürlich auch immer mit einem Auge schon online so ein bisschen, was nehmen andere denn? Also ich möchte natürlich auch konkurrenzfähig bleiben, möchte aber auch jetzt nicht irgendwie Unruhe auf den Markt bringen und die jetzt alle besonders günstig raushauen, wäre ja auch idiotisch, weil dann mache ich keinen Gewinn mehr. Also ich mache das schon so, dass ich ein bisschen was davon habe, aber ich spekuliere schon ein bisschen darauf, viel zu verkaufen, und versuche deswegen die Preise human zu halten. Ich überlege auch immer, was würde ich für dieses Album ausgeben? So. Und wenn ich merke, nee, das würde ich jetzt dafür nicht mehr hinlegen, dann muss ich meinen Preis nochmal überdenken. Also diese Underground-Diskussion, die nervt mich unsäglich, eigentlich schon immer, aber auch schon bevor ich einen Plattenladen hatte. Das Problem ist immer, und das ist natürlich für mich besonders naheliegend als einer, der sehr eng verknüpft ist, auch mit dem Wacken Open Air. Ich mache viele Jahre da schon, wie ich schon sagte, DJ und Moderator beim Wackenradio. Ständig bin ich dieser Diskussion ausgesetzt, ja, das ist doch nur noch Kommerz, und da kann man doch nicht mehr hingehen, das ist doch alles kein Metal mehr. Und das finde ich fürchterlich. Ich bin ein großer Freund des Undergrounds, ganz klar. Ich bin aber auch ein großer Freund von Festivals wie dem Wacken Open Air oder den Summer Breeze oder von mir aus auch Rock im Park, Rock am Ring, solche Sachen. Ist auch eine tolle Sache. Und diese Veranstaltungen sind natürlich sehr kommerziell, ganz klar. Wenn sie nicht kommerziell wären, dann könnten sie nicht so ein Mega-Billing wie Rammstein oder Iron Maiden oder Co. bieten. Und das ist ja auch etwas, was die Fans gerne sehen möchten, ganz klar. Das Problem ist immer, dass der Underground einfach sich selber, oder nicht gesamt, aber viele im Underground sich selber als die wahre Szene sehen. Und sobald da mit Geld verdient wird, gehören die nicht mehr zu uns. Dann sind sie einfach nicht mehr die Szene. Und das finde ich falsch. Das finde ich nicht nur falsch, sondern das finde ich auch heuchlerisch. Weil selbstverständlich ist das unsere Szene. Und wenn damit kein Geld verdient werden würde, dann gäbe es unsere Szene nicht mehr. Das ist einfach so. Sondern dann wären wir alles irgendwelche Amateure, die in der Garage irgendwelche Demo-Tapes aufnimmt und auf irgendwelchen Hinterhofkonzerten, wahrscheinlich nicht angemeldet, weil es kostet ja auch wieder Geld, ist auch wieder Kommerz, dann spielen würde. Und es würde überhaupt keiner zur Notiz nehmen. Und das ist doch gerade so das Schöne, dass man
dass da auch Leute gibt, die damit Geld verdienen und deswegen sich auch verbessern können. Das merkt man ja nicht nur in der Musik, das merkt man ja auch bei YouTube zum Beispiel oder auf anderen Ebenen. Sobald Geld mit reinkommt, verbessert sich einfach auch die Qualität und man kann besseres Material abliefern, sei es jetzt Musik, Videos oder sonstiges. Ist halt so. Und man muss, glaube ich, mal ein bisschen davon wegkommen. Es ist gut, dass es den Underground gibt, ganz klar, der muss aber auch gefördert werden. Nur wenn ich sage, und das sind ja auch dieselben, die immer sagen, Kommerz ist dann nicht mehr die Szene. Die sagen aber, unterstütze den Underground. Aber wenn ich ihn unterstütze, dann laufen die Gefahr, irgendwann Geld zu verdienen. Und dann werden sie kommerziell. Sind sie denn dann scheiße? Oder sind sie immer noch gut, weil sie dann auch in der Lage sind, bessere Qualität abzuliefern? Oder ist das dann nicht mehr, ist das dann untrue? Also ich habe damit Probleme. Ich finde das blöd. Ja, also was tatsächlich ganz witzig ist, und da gucken viele auch immer auch gegenüber von den Läden, immer gucken wir schon so, wenn so gewisses Klientel hier in den Laden reinkommt, was sehr häufig reinkommt, sind ältere Damen, die irgendwie überhaupt anscheinend gar nicht raffen, was das hier für ein Laden ist, und dann mir die merkwürdigsten Namen um die Ohren hauen und sagen, kennen Sie den? Und dann sage ich, nein, noch nie gehört, was soll das sein? Was ist für... Ja, müssen Sie doch kennen, kennt doch jeder, war letzte Woche im ZDF Fernsehgarten. Und das habe ich jetzt schon logischerweise oder komischerweise ganz oft schon erlebt, dass immer wieder ZDF Fernsehen, ich habe schon überlegt, ob ich den mal selber gucke, vielleicht scheint da musikalisch echt richtig was abzugehen, die schicke ich dann in der Regel dann immer rüber zum anderen Großmarkt hier um die Ecke, weil sowas habe ich natürlich nicht, ist ganz klar. Das Skurrilste, was tatsächlich mal passiert ist, war mal eine Frau, die wollte eine Schallplatte für ihr Enkelkind kaufen. Das war, wenn ich mich jetzt recht entsinne, sogar irgendwie, Mensch, was war denn das noch? Assassin, glaube ich, waren das. Und da war draußen auf der Folie so ein Aufkleber. Und die hat sich gedacht, naja, das muss alles ab hier, die ganze Werbung auf den Dings, und ist da mit dem Heißluftföhn reingegangen und hat tatsächlich von dieser Schallplatte, von der Folie, diesen Aufkleber abmachen wollen. Natürlich ist sofort der Aufkleber und auch die Folie geschmolzen, ganz klar. Und dann hat sie auch noch darauf rumgekratzt, dann dachte sie, sie kann was retten. Ja, und dann kam sie hier mit der Platte an und dann hatte die Platte eine Beule, da weil sie natürlich so schön erhitzt hat, drauf rumgedrückt hat und alles, und hatte gesagt, junger Mann, also das würde ich jetzt gerne tauschen, aber das bitte jetzt ohne Aufkleber. Und dann muss ich hier natürlich klar machen, dass sie das Teil gerade mutwillig zerstört hat und dass es keine Erstattung gibt, klar. Sowas gibt's auch, das ist dann schon sehr skurril, aber wie gesagt, seit Anfang Februar, ich glaube, die wirklich skurrilen Kunden, die warten noch auf mich. Da kommt, glaube ich, noch einiges. High Fidelity muss man, glaube ich, überhaupt nicht gelesen haben. Also ohne da jetzt irgendwas schlecht reden zu wollen, aber habe ich noch nie gelesen und werde ich jetzt auch nicht mit anfangen und muss man, glaube ich, auch nicht. Also es würde mich sehr freuen, wenn ich es schaffe, den Namen Sounds Records in der Szene zu etablieren. Wir sind dabei, auch zusätzlich Werbepartner zu suchen. Ist auch hier und da von Erfolg gekrönt. Ich bin da mit einigen Unternehmen im Gespräch. Ich möchte natürlich die Auswahl an Schallplatten um einiges erweitern. Mein Ziel ist, bei dem Thema Neuwaren zu bleiben. Ich möchte nicht in das Gebrauchgeschäft einsteigen. Ich denke, da gibt es schon so viele und die machen wirklich einen guten Job, und da muss man auch so akribisch mit bei sein. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Hier noch bin ich ein Ein-Mann-Unternehmen. Ich würde mir wünschen, bald jemanden einstellen zu können, der mich hier ein bisschen mit unterstützt, sowohl online als auch im Store. Ja, und ich möchte meine Auswahl vergrößern. Ich hoffe, dass das platzmäßig noch eine Weile reicht. Ansonsten müsste man halt irgendwann darüber nachdenken, sich zu vergrößern. Aber ich denke, ich habe hier noch genug Luft, um mich zu bewegen. Und das ist mein Wunsch für die Zukunft. Ich möchte einfach einen guten Namen haben und etabliert sein. Und nicht unbedingt reich werden, aber erfolgreich. Tatsächlich habe ich da schon drüber nachgedacht, irgendwann vielleicht mal labelmäßig aktiv zu werden. Ja, tatsächlich ist es so. Aber ich habe auch mich gleich wieder ein bisschen bremsen lassen von Leuten, die tatsächlich für Labels arbeiten, was da alles mit zugehört und was da alles hintersteckt. Und das würde jetzt einfach auch meinen Rahmen sprengen. Da bin ich wieder beim Thema. Ich bin alleine, kann das im Moment einfach nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Option für die Zukunft. Und gucken wir mal. Ich kenne genug Leute, die sind in dem Business da unterwegs. Und ich glaube, da kann ich mir auch gute Ratschläge holen. Und das werde ich dann gegebener Zeit auch machen. Letzte Worte? Ja, tschüss.